Und da wären wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Bunstern mit den beiden Rattenkämpfern, die wir eigentlich brauchen, um unsere Prophetenmut zu erhaschen. Problem ist nur, uns fehlen zwei Zeinergie-Arten. Nämlich uns fehlt Mutter Erde und uns fehlt Eruption bei Garrett. Deswegen können wir leider die gewünschte Psy-Energie-Art nicht bekommen. Oder beziehungsweise das gewünschte Item. Was müsstest du? Plasma. Und mir setzt Wunsch ein. Naja, das ist jetzt jedenfalls die Reihenfolge. Also, so müsste man das eigentlich machen. Nur halt, dass Isaac Mutter Erde und Eruption haben würde. Da würde man am Ende dieses Kampfes dann den Dings bekommen. So, und jetzt müssen sich alle einmal verteidigen. Und Mia muss den mit Geysir umhauen. Da ist unsere Mia aber nicht stark genug, deswegen funktioniert das nicht. Und Level Up für Mia. So, jedenfalls hat sie jetzt 4 Djinns und dadurch, dass sie diese 4 Djinns hat, kann sie jetzt tiefes Gebet, gar nicht, Wunsch kann sie einsetzen. Und Wunsch ist eine wunderbare Zahlenergieart. Wunsch bewirkt nämlich, dass sie alle Charaktere gleichzeitig heilen kann, 80 KP davon geben kann. Und das wird uns bei unseren Kämpfen sehr viel weiterhelfen. Und später ist es dann, glaube ich, nächste Stärke ist dann, glaube ich, 160 und dann das nächste ist dann 400. Meine ich. Das ist dann die beste Stufe davon. Beziehungsweise die höchste Stufe. Gleichzeitig auch die beste. Die Zeinergie, wenn man mehrere heilen will, finde ich. Zumindest in den ersten beiden Teilen. Ich muss sagen, den dritten Teil habe ich gar nicht so ausgiebig gespielt wie die ersten beiden. Und wieder zwei Rattenfänger. Vor allem das Ärgerliche ist, dadurch, dass ich den Gameboy von neu gestartet habe, sind meine ganzen Soundeinstellungen bei OBS rausgeflogen. Und ich habe den Part angefangen aufzunehmen und hatte keinen Sound, also keinen Ingame-Sound mit aufgenommen. Deshalb darf ich das jetzt alles nochmal machen. Glücklicherweise waren das die ersten 16 Minuten nur. Und die hat man ja bekanntermaßen schnell wieder eingeholt. Aber für mich ist das jetzt voll komisch. Ich habe voll das Déjà-vu. Ui, Slalom laufen. Vorsicht, Steinschlag. Schlag nicht gegen die Wand. Es könnten Felsen herabfallen. Und hier muss man natürlich Kraftwelle einsetzen. Hat man die aber nicht. Furchin-Tempel war ja optional. Kommt jetzt Garrett und schlägt stattdessen gegen. Was ich viel lustiger finde. Ich wünschte, das wäre halt immer so. Aber nein, ist es nicht. Me? Okay. Ciao. Juhu. Das war knapp. Und da ist jetzt ein Loch. Und das hat scheinbar irgendwen sehr wütend gemacht, dass wir in der neuesten Loch in die Decke gemacht haben. Kriegt aber wenigstens frische Luft da unten. Und hier können wir runterklettern. Ich habe mich früher mal gefragt, wie es jetzt weitergehen soll, aber man kann da tatsächlich dran runterklettern. Wir kämpfen ja eh gleich mit den Djinns. Hi! Oh, das ist eine Schatztruhe hinter, habt ihr gesehen? So, Djinns, Attacke! Ich glaube, Mia war schneller als der. Ja. Naja, und den Schaden, den er macht, kann Mia momentan locker wegheilen. Solange er nicht über 80 Schaden macht.
Die ist ja gerade momentan auch ein bisschen Pech mit den Djinns, dass er zwei Djinns hat, die keinen Schaden anrichten. Quarz macht ja relativ wenig, wenn er niemanden wiederbeleben soll. Momentan geht es unseren Leuten ja Gott sei Dank noch gut. Und Granit halbiert hier nur den Schaden. Also so viel Schaden macht er jetzt ja auch Gott sei Dank auch nicht. So, eine sehr defensive Runde einmal. Bräuchten eigentlich ein bisschen mehr Ausrüstung, dass Mia so DP wieder kriegen würde am Ende des Zugs. Ist ja eigentlich ziemlich praktisch. Neuen Schaden, wie süß. Na gut, Granit gesagt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, und die fröhliche Beschwörungsrunde beginnt. Und Mia kann auch mal greifen. Uns geht's ja sehr gut. Top, kennen wir schon. Ostara auch. Ich finde, Ostara könnte eine Alola-Form von Chaltera sein. Ich glaube, die sind so ziemlich aus dem gleichen Prinzip aufgebaut. Hi. Und Tiamat. Tiamat kennen wir noch gar nicht. Hi. Da hat aber jemand so viel Schläge. Der ist ein Pull, das war aber ordentlich Schaden. Au. So, und weil sich die Djinns erholen müssen, können wir jetzt mit Zyna gehen läufen. Beziehungsweise müssen wir sogar. Naja, aber Tiamat hat ziemlich viel Schaden gemacht. Ich wollte gerade sagen, das war Shit. Wir haben es geschafft, Isaac. Wir haben die letzte Wasserbestie besiegt. Ich frage mich, warum sich Altins Wächterstatuen in Monster verwandelt haben. Ist das nicht eigenartig? Büschen? Und was ist mit diesem merkwürdigen Raum am Grunde der Ruine? Gute Frage. Die Wächterstatuen wurden vor langer Zeit erschaffen. Aber warum? Wozu sind sie da? Einer stellt die richtigen Fragen. Natürlich ist es Garrett. Hinter der Wächterstatue steht eine Schatzkiste. Das muss mit den Ruinen zu tun haben, die tief in der Mine vergraben sind. So muss es sein. Hey Isaac, wir sollten diese Truhe untersuchen, bevor wir gehen. Darin befindet sich der Schwebestein. Schwebestein entfesselt die Psyanergie Telekinese außerhalb des Kampfes, wenn es angelegt ist. Und wie der Name schon sagt, mit Telekinese kann man Felsen schweben lassen. Und wir können dann drunter durchlaufen oder andere Dinge machen. Was ziemlich cool für uns ist. Aber jetzt kommen wir nicht weiter. So. Wie geht's uns? Ach, wir können uns mal heilen gehen. Dann sind wir für den nächsten Weg eigentlich ganz gut aufgestellt. Gott, ich hab so das Déjà-vu. So, dann gehen wir kurz uns heilen. Dann gehe ich kurz in den Itemladen. Weil wir noch, weil ich heilige Federn kaufen möchte, ein paar. Dann können wir nämlich nochmal in den Dungeon rein. Ich glaube, auf der zweiten Etage war das. Da gab es noch eine Schatztruhe, wo wir Telekinese für brauchen. Das haben wir jetzt endlich. Also können wir uns die Schatztruhe auch holen. Da spricht nichts geben. Finde ich. Hi. Ich möchte gerne ein paar Federn kaufen. Ah, hier, Garrett, trag du mal. Ich nehme sie. Was hast du eigentlich für Artefakte? Ach, nur hier die Flasche. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, hier schnell zu reisen, würde ich sagen, komm, wir huschen mal eben schnell nach Emil und machen die Flasche wieder voll. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich hätte in die obere Etage gemuscht. Ich glaube, da war ich schon zu tief. Und da bist du noch rein. So, dann greifen uns die Monster eine Zeit lang nicht an. Das heißt, wir können hier ganz gechillt langlaufen. Und die Djinns können sich erholen. Ich glaube, das war jetzt hier einfach dem Weg nach. War das hier? Ja, da vorne war die Sackgasse. Wir sind hier richtig. Und dadurch, dass ich das eben gerade schon mal gespielt habe, weiß ich das jetzt ganz genau, wo wir lang müssen. Spart uns vielleicht auch ein bisschen Zeit. So. Da wären wir schon. Und passend dazu lässt die heilige Feder noch. Ist ja perfekt geteilt.
So, dann können wir hier durch. Und kriegen einen Keks. In Entenform. Oder in Vöglernform. So, weil der das PP-Maximum erhöht, gebe ich das mal Garrett. Dass der ein paar PP mehr auf seinem Konto hat. Dann können wir nämlich gleich wieder verpieseln. Na, Rückzug ist so praktisch. So, und dann können wir noch... Beziehungsweise, da müssen wir sogar lang. Den Telekinesestein hochmachen, wo wir vorhin am Anfang hier vorbeigekommen sind, im letzten Part. Den da. So, und rein zufällig weiß ich ganz genau, dass es hier auf dieser Seite eine Schatztruhe gibt. Auf der rechten Seite war eine Sackgasse und in der Mitte ist der Weg, den wir lang müssen. So, perfekt. Und hier war auch ungefähr die Stelle, wo ich gemerkt habe, dass, hey, OBS nimmt den Sound nicht auf. Von daher haben wir das jetzt auch schon wieder eingeholt. Ah, natürlich nicht. Jetzt wandeln wir auf 9 Faden. Endlich. Tada! Hey, schau mal, wer da ist. Aber wir kommen nicht ran. Die heilige Feder ist noch. Und wir sind beim Tempel des Lama. Hi. Du, der du zu mir sprichst. Ich fühle große Unsicherheit und Angst in dir. Ja klar, die Welt geht unter. Wisst ihr, was bin ich als Süß? Klar, es ist eine Angriffsattacke bei Pokémon. Erhöht den Angriff. Und ein Stein. Ach, uns geht's schon gut. Wir haben uns ja geheilt. Ich vergaß. Hallo. Meister und Hammer meditiert. Bitte verhaltet euch außerordentlich leise. Okay. So, Isaac, du und deine Gefährten seid endlich gekommen. Me? Endlich gekommen? Hat sie uns denn erwartet? Also, ich habe ihr nicht Bescheid gesagt, dass wir kommen. Woher wusste sie denn, dass wir kommen, Isaac? Ach, Garrett, du bleibst und bist der einzig wahre Brainman hier. Ich habe eure Ankunft vorausgesehen. Du wusstest also, dass wir kommen würden? Ich warte schon seit langem auf euch. Ihr sucht nach den Elementarstern. Naja, eigentlich wollen wir sie wiederholen. Wir wissen ganz genau, wer sie hat. Du weißt doch von den Elementarstern. Wer bist du? Ich bin ein Jupiter-Adept, genau wie du, Ivan. Ich bin kein Jupiter-Adept. Wovon sprichst du? Natürlich bist du einer. Wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du einer bist. Du bist es, Ivan. Obwohl du es noch nicht weißt. Warum sagst du das? Hast du denn nicht die Kraft, Gedanken zu lesen? Doch, hat er. Diese Fähigkeit ist einzigartig für Jupiter-Adepten. Du hast unser Kommen vorausgesagt. Ist das ebenso Psy-Energie? Hoho. Ausgezeichnete Frage, Fräulein Mia. Ja, die Fähigkeit, Ereignisse vorherzusehen, ist den Jupiter-Adepten vorbehalten. Ivan? Dann kann auch Ivan diese Fähigkeit erlernen? Das hat er bereits. Das glaube ich nicht. Und doch ist es so. Du bist dir dessen nur noch nicht bewusst. Die Macht des Jupiter muss groß sein, wenn sie dich die Zukunft sehen lässt. Oh, aber Ivan kann sogar noch größere Kraft erlangen. Welch größere Kraft? Enthüllung. Enthüllung? Ja, ich habe lange darauf gewartet, dir die Kraft des wahren Gesichts weiterzugeben. Du hast hier im Lama-Tempel gewartet, nur um Ivan Enthüllung beizubringen? Du wirst Enthüllung brauchen, um deine Ziele zu erreichen. Mit der Zeit können Jupiter-Adepten Enthüllung von sich aus lernen. Aber diese Kraft alleine wird euch nicht helfen, Saturus und seine Kumpanen zu finden, da sie ständig weiterziehen. Macht Sinn. Saturus und seine Kumpanen waren es, die Seidenstraße blockiert haben. Felix und die anderen, wie? Ha, diese Feiglinge.
Felix trägt ein schreckliches Schicksal. Eine Last, die ich niemandem wünschen würde. Was? Ein schreckliches Schicksal? Was meinst du? Es tut mir leid, aber ich kann darüber nicht mehr sagen. Jetzt müssen wir uns auf die Kraft der Enthüllung konzentrieren. Ihr werdet die Enthüllung brauchen, um die böse Wüste von Lamarkan zu überqueren. Eine böse Wüste? Ist denn so etwas möglich? Nein? Es ist schwer zu glauben, nicht wahr, Isaac? Das kann ich nachempfinden. Warum brauchen wir die Enthüllung, um die Wüste zu durchqueren? Die extreme Hitze war schon hart genug bei der Durchquerung. Das Böse hat von der Wüste als Besitz ergriffen. Ihre Hitze ist unerträglich geworden. Klingt nicht gut. Die Wüste zu diesem Zeitpunkt zu betreten, heißt nichts anderes als um den Tod zu bitten. Wie konnte dann Saturus einen so tödlichen Ort durchqueren? Sie hatten Alex dabei, vielleicht haben sie sich mit dem abgekühlt. Saturus und Menadi sind Mars-Adepten. Ja, nur weil die zwei Mars-Adepten sind, heißt es noch lange nicht, dass die anderen da fröhlich durchtanzen können. Es ist nur eine Vermutung, aber ihre Kräfte könnten ihnen helfen, die Hitze zu unterdrücken. Garrett? Ich verstehe immer noch nicht, wie soll uns dann Enthüllung helfen? Mit Enthüllung werdet ihr Oasen finden, in denen ihr euch abkühlen könnt. Warum brauchen wir dazu Enthüllung? Können wir die Oasen denn nicht sehen? Wisst ihr, was eine Fata Morgana ist? Ja? Die Wüste ist voller Fata Morganen, die euch davon abhalten, klar zu sehen. Ohne Enthüllung könnt ihr die Oasen nicht finden. So funktionieren Fata Morganen nicht. Wenn man hingeht, ist da nichts. Klingt so, als sollte Ivan Enthüllung lernen. Was denkst du? Aber natürlich. Ja, ich habe keine Lust, in einer bösen Wüste zu sterben. Ivan, du solltest dir von Meisterin Hammer beibringen lassen, wie man eine Enthüllung anwendet. Was ist los, Meisterin Hammer? Du kannst mir doch Enthüllung beibringen, oder? Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert. Um mich darauf vorzubereiten, habe ich versucht, einem Mädchen eine Kraft zu verleihen. Allerdings war es nicht Enthüllung. Meine Schülerin war kein Adept. Aber ich dachte, jeder könnte eine Fähigkeit, die er bereits besitzt, vollkommnen. Ich stellte keine Veränderung an dem Mädchen fest. Nein, es gab eine Veränderung! Daisy, warum bist du hier? Ich habe es gefühlt. Gefühlt? Was hast du gefühlt? Husu ist in Gefahr. Gesundheit. Husu hat diesen Ort vor langer Zeit verlassen. Gesundheit. Ich weiß, aber Husu... Gesundheit. ...ist nicht nach Shang zurückgekehrt. Die Felsen in den Bergen. Ich habe es gefühlt. Ich kam durch die Mine. Ich kam, um Hilfe zu bitten. Ich habe nichts gefühlt, da ich mich auf Isaacs Ankunft konzentriert habe. Aber warum ist die Kraft erst nach all der Zeit zu dir gekommen? Edelsteine fielen auf den Himmel. Ich meine, aus dem Himmel. Einer traf mich am Kopf. Edelsteine. Psy-Energiesteine. Dann... funktioniert es also doch? Was ist mit Husu? Gesundheit. Lass uns Husu zu Hilfe eilen. Gesundheit. Moment mal. Meisterin Hammer, was ist mit uns? Was ist mit Enthüllung? Danke, Garrett. Das habe ich ja ganz vergessen. Offensichtlich konnte ich meine Kraft an Faisy weitergeben. Also wird es auch bei dir funktionieren. Yay! Ivan lernt Enthüllung. Das sollte reichen. Benutze Enthüllung, um die Wüste zu durchqueren. Aber deine Enthüllung ist noch nicht allzu stark. Die Oasen erscheinen vielleicht nicht. Der Rest hängt von Ivans Fähigkeiten ab. Ivan, ich bin froh zu sehen, was du für ein starker Mann
was für ein starker Mann du geworden bist. Ivan, du und Meister Hammer, kennt ihr euch? Nein, aber sie wirkt nicht wie eine Fremde auf mich. Felix und die anderen müssen uns schon sehr weit voraus sein. Aha. Dann sollten wir besser los. Bin ich ganz voll bei dir. Wir können nicht so einfach gehen. Hammer braucht vielleicht unsere Hilfe. Sie hat nur Felsi an ihrer Seite. Sollten wir nicht auch helfen? Na, von mir aus. Ich mache mir mehr Sorgen um Felix und die anderen. Aber ich habe nichts dagegen, Husu zu retten. Gesundheit. Wir gehen mit dir, Isaac, wie auch immer du dich entscheidest. Na komm, Ivan, lass uns gehen. Ich frage mich, wovon Meister Hammer gesprochen hat. Meine Meisterin Hammer. Ola, es tut mir leid. Lass uns gehen. So, und Enthüllung. Es hat eine nette versteckte nette Fähigkeit. Mit der Kraft zu sehen, was nicht gesehen werden kann, soll die Wahrheit schauen. Und so steht es an der Wand geschrieben. Also auf den ersten Blick sieht man hier absolut gar nichts. Aber wenn wenn Ivan jetzt Enthüller einsetzt, dann ist hier eine Schatztruhe. Mit einem Lebenswasser. Und das funktioniert auch, wenn man zum Beispiel Items finden möchte. Wenn irgendwo Items versteckt sind und man Enthüller einsetzt, dann funkelt es an der Stelle. Und hier sind wir vorher auch nicht weitergekommen. Dank Enthüllung ist hier ein Weg. Husu, bist du in Ordnung? Gesundheit. Meister und Hammer, es geht mir gut, aber die Felsen, ich kann mich nicht rühren. Husu scheint unverletzt zu sein. Gesundheit. Du bist sicher glücklich, Felsi. Ja, danke, Meisterin, aber wie können wir ihn befreien? Ich weiß es nicht. Und da kommen wir ins Spiel. Mach mal Platz. Zur Seite. Reicht das schon? Nein. Das war... Ich muss genau den richtigen Winkel finden. Genau den richtigen Winkel. Genau den richtigen Winkel. Von hier müsste es doch eigentlich gehen. Also vielleicht haben wir hier schon gesehen, oder? Wieso? Ich meine, hurra! Isaac, du hast den Felsen bewegt? Aha. Der Felsen! Er schwebt! Schnell, Felsi. Wir müssen Wieso herausziehen. Mach dich bereit, Wieso. Ich werde gleich ziehen. 1, 2, 3! Gesundheit, by the way. Wir haben es. Noch ein Stückchen. Hältst du noch durch, Isaac? Aha. Danke, Isaac. Bereit? Ich ziehe jetzt. 1, 2, 3. Wir haben es geschafft, Meisterin Hammer. Husu ist frei. Gesundheit. Wir haben es geschafft, Felsi. Danke, Isaac. Wir müssen Meister Fee kontaktieren, damit er sich um Husus Verletzung kümmern kann. Gesundheit. Ich will ihn auch bitten, die Felsen aus dem Weg zu räumen. Ausgezeichnet. Wenn die Seidenstraße blockiert bleibt, werden alle leiden müssen. Adepten, lasst mich euch nochmals danken. Ich bin euch wirklich dankbar. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr uns helfen würdet. Nein, Meisterin Hammer, wir sind diejenigen, die dankbar sein müssen. Danke, dass du mir die Kraft der Enthüllung verliehen hast. Aber was du sagtest... Was ist, Ivan? Garrett, die... Es ist das Ornament da, ist in deinem Kopf drin. Ich war es, der vorgeschlagen hat, euch zu helfen. Ich war aber noch sicher. Wolltest du nicht, dass wir in die Wüste ziehen, Garrett? Wollte ich das wirklich mir? Ich meine, wollte ich das wirklich mir? Wirklich? Das war wohl nur ein Missverständnis. Keine Sorge, Garrett. Ich nehme es dir nicht übel.
Gute Reise, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Meister, du wolltest Meister und Hammer nicht fragen, was die vorhin meinte? Wir wissen nicht, wann wir Meister und Hammer wiedersehen werden. Isaac, glaubst du nicht auch, wir sollten Meister und Hammer fragen, was sie meinte? Klar. Siehst du, wenn es dich bedrückt, solltest du einfach fragen. Vielen Dank euch allen. Es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Was meinst du damit? Nachdem Meisterin Hammer diese Worte ausgesprochen hatte, konnte sie mir nicht mehr in die Augen sehen. Das macht mich nun noch neugieriger. Macht euch keine Gedanken. Ich glaube nicht, dass sie es mir sagen würde, selbst wenn ich sie direkt darauf anspreche. Na, nun, es ist nur... Meisterin Hammer wird mir sagen... Wird es mir sagen, wenn wir unsere Mission erfüllt haben. Daran muss ich glauben. Hi! Ich kann eure Zukunft nicht klar erkennen. Vermutlich, weil ich ihr nicht unvoreingenommen gegenüberstehe. Sowohl eure Zukunft als euch auch selbst. Mist, ich dachte, wir kriegen noch ein paar Informationen aus ihr raus. Aber naja, das war's mit Informationen. Wenn deine Temperatur das Maximum erreicht, nimmst du schweren Schaden. Dann solltest du so schnell wie möglich eine Oase finden. Okay, danke. Die böse Wüste ist heißer als die Sonne selbst. Sucht nach Oasen. Und danke für die vielen freundlichen Hinweise. Und da wären wir schon in der Wüste von Lamakan. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt auf Sand machen, geht unsere Temperatur. Wenn wir so normal laufen, passiert da nichts. Und wenn dieses Barometer da voll ist, dann resettet sich das wieder und wir kriegen Schaden. Aber ich würde sagen, wir machen mit der Wüste von Lamakan weiter, wenn wir im nächsten Part sind, weil dieser ist schon bei 27 Minuten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich wie immer, ciao.